SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch wird der Nächste sein. Bitte sehr, Abgeordneter. Herr Präsident, Herr Bundeskanzler, Frau Staatssekretärin, diese Aktuelle Stunde der FPÖ ermöglicht es uns auch, offen über die Europäische Union zu sprechen und deren Maßnahmen bzw. Nichtmaßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlingswelle unter Einhaltung, und das ist mir ganz besonders wichtig, unter Einhaltung und Wahrung der Menschenrechte und der Völkerrechte. Diese Aktuelle Stunde ermöglicht es uns aber auch, offen über den Wohlstand und die persönliche und soziale Sicherheit der Menschen in Österreich zu diskutieren. Und ja, zu den aktuellen Flüchtlingsströmen, Herr Bundeskanzler, fragen sich viele Menschen, was hat die Regierung aus der Flüchtlingswelle 2015 gelernt? Wann kommt die Regierung endlich vom Reden ins Tun? Warum werden Flüchtlinge, die größtenteils zu Recht auf der Flucht sind, in Ungarn durchgeschleust, im Burgenland aufgegriffen, dann mittels Transport nach Spielfeld in die Südsteiermark überstellt, erst dort einen Asylantrag stellen können und erst dort auch dementsprechend aufgenommen werden? Da funktioniert im System etwas nicht. Warum hat in einem gemeinsamen Europa Ungarn nur 500 Asylanträge auflegen und Österreich wird 100.000 bis Jahresende erreichen? Und all diese Fragen stellen sich die Menschen. Und offenbar hat hier die ÖVP seit 2015 nichts gelernt. Warum werden Vorschläge der SPÖ für eine funktionierende, rasche Integration dieser Menschen in Österreich einfach vom Tisch gewischt? Warum werden diese nicht angenommen? Ja, weil es nicht das Ziel sein kann, ja, weil es nicht das Ziel sein kann, hier diese Probleme nicht zu lösen. Und die ÖVP trägt seit 20 Jahren die Verantwortung in diesen Fragen. Herr Bundeskanzler, seit 20 Jahren stellt Ihre ÖVP den Innenminister. Seit 20 Jahren stellt Ihre ÖVP den Außenminister. Seit 20 Jahren trägt die ÖVP die Verantwortung für Integration. Und wir stehen heute wieder hier bei der Aktuellen Stunde und hören wieder viele Ankündigungen, aber es folgen leider keine Maßnahmen. Und lassen Sie mich diese Aktuelle Stunde auch dazu verwenden, um das Thema soziale Sicherheit und Spaltung der Gesellschaft in Österreich anzusprechen. In meiner Funktion als Sozialsprecher, Herr Bundeskanzler, muss ich Ihnen sagen, Sie haben gesagt, Sie lassen die Menschen nicht alleine. Sie lassen nicht alle alleine, aber Sie lassen sehr viele Menschen alleine. Und Sie spalten die Gesellschaft auch in sozialen Fragen. Ich gebe Ihnen dazu drei Beispiele. Ihr so hochgelobter Familienbonus. Menschen mit einem Bruttoeinkommen ab 1.700 Euro bekommen 2.000 Euro Familienbonus. Menschen, die darunter mit ihren Einkommen liegen, die alleinerziehende Mutter, die Teilzeit beschäftigt ist, bekommt nicht diese 2.000 Euro, sondern 550 Euro. Damit spalten sie auch in sozialen Fragen die Gesellschaft. Ein weiteres Beispiel. Die Pendlerpauschale. Groß hochgelobt hier von den Regierungsparteien. Warum spalten Sie die Gesellschaft bei der Pendlerpauschale? Warum bekommen Besserverdienende eine höhere Pendlerpauschale als wie Menschen, die nicht so viel verdienen, obwohl sie im gleichen Ort leben, die gleiche Fahrtstrecke haben und auch in den gleichen Betrieb arbeiten? Drittes Beispiel. Warum spalten Sie die Menschen bei den Steuerfreigrenzen? Warum erhöhen Sie die Steuerfreiheit beim Einheitswert der Bauern? Warum erhöhen Sie die Reiseaufwandsersätze bei Sportlern? Ist heute am Nachmittag auf der Tagesordnung. Von 60 Euro auf 120 Euro Steuerfreiheit pro Tag. Und warum bleibt es bei den Arbeitnehmern und Arbeitern bei 26,40 Euro am Tag immer seit 1996 dicken? Warum erhöhen Sie auch nicht hier diese Freisätze für die Menschen, die jeden Tag Steuer abliefern? Und Sie haben heute die Möglichkeit.
Sie haben heute die Möglichkeit, Herr Bundeskanzler, mit Ihren Abgeordneten mitzustimmen bei unseren Anträgen. Anträgen, was hier eine Gleichstellung betrifft. Menschen, die mobil sind, Menschen, die zum Arbeitsplatz fahren, die haben sich auch eine höhere Steuerfreiheit bei Taggeldern, Diäten und Aufwandersätze verdient, auch beim Kilometergeld, genauso wie Sie es heute Nachmittag bei den Sportlern planen. Und gehen Sie denn, wenn Sie schon ankündigen, ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen, dann stimmen Sie mit Ihren Abgeordneten der ÖVP auch unseren Antrag betreffend Gaspreisdeckel zu.